wenn sich dazwischen jetzt Staub bildet und so, dann nehme ich mir einfach ein bisschen was raus. Nicht zu viel, so ganz bisschen nur. So. Und dann gehe ich da einfach so ein bisschen drüber und reinige das hier. So in den Zwischenräumen. Hier auf der anderen Seite. Doch nicht mehr so aufgeräumt, wie ich sie am Schulanfang zuletzt in Erinnerung hatte. Leute, endlich ist auch bei uns ein bisschen Schnee liegen geblieben. Heute in der Früh, wie ich aufgewacht bin, war auch noch der totale Schneesturm. Also wir haben uns alle total gefreut. Aber es ist ein bisschen kalt. Die perfekte Zeit, seinen Schreibtisch ein bisschen herzuzeigen und ein bisschen aufzuräumen. Mal schauen, wie das mit dem Homeschooling eben noch weitergeht. Deswegen zeigen wir euch heute What's on and in our desk. Teenie versus Kid. Los geht's. Komm rein, Arvin. Happy Homeschool Room. Es hat, wie ihr gesehen habt, schon vorhin geschneit. Und auch wenn jetzt schon die Sonne scheint, es ist auch trotzdem noch mega schön. Homeschooling. Wegen Homeschooling bin ich ja jetzt echt oft in meinem Zimmer und habe mir hier meine eigene Fantasiewelt aufgebaut. Wie zum Beispiel hier, ich habe hier so eine Bahnhofsuhr. Ich finde die so wie bei Harry Potter, wenn ihr zum Zug geht und dann ist da halt wie ein Bahnhof beim Harry Potter. Ich zeige euch das mal. Ich mache das nämlich jeden Abend immer so. Ich gehe hier so, würde alle einsteigen und dann nehme ich mein Harry Potter Buch und lege mich in mein Bett und lese. Und dann lese ich halt, bis ich dann einschlafe. Dann habe ich hier meine Figur, neu in unserem Shop, ein Fasching-T-Shirt, wo ich und die Ilia drauf bin. Sieht mega cool aus und so voll viel Konfetti, ganz bunt. Da kann man so komische Gesichter machen, schaut. Wie die Ilia aussieht. Dann habe ich auch noch hier solche Harry Potter Aufstellfiguren. Die waren nämlich hier beim Harry Potter Set drinnen, also dabei. Und da habe ich die einfach aufgestellt. Aber jetzt kommen wir zu meinem Schreibtisch. Ich habe jetzt zu Weihnachten sehr viele Stifte und etwas für den Schreibtisch bekommen. Da bin ich auch sehr happy darüber. Und mit diesen Sachen muss man ja sehr viel Ordnung und so halten. Und ich liebe es, Ordnung zu halten. Und da habe ich und die Ilia das hier bekommen. Da habe ich einmal so Scheren drin und diese Wasserbrush-Pens. Und da habe ich hier noch solche Stifte, Marker, Kleber und so weiter. Dann habe ich hier auch noch ein paar Tintenpatronen, weil meine Füllfeder sehr oft leer wird. Dann habe ich hier auch noch kleine Marker. Und hier habe ich das ein Brillenputztuch, aber auch ein Mikrofasertuch von unserem Shop. Das ist so cool, weil... falsch rum. So. Weil ich brauche das ja immer, weil ich ja jetzt ein Tablet von für die Schule bekommen habe. Das ist das. Und ich habe hier, weil der ist immer sehr staubig und deshalb tue ich das dann immer so, bevor ich anfange, darauf zu arbeiten, tue ich das immer zuerst noch so säubern. Schalten wir das wieder aus. Und ja, in den anderen Laden habe ich jetzt eigentlich noch nichts drinnen, weil da eigentlich fast noch nicht was reinpasst und so. Ja, weil die sind sehr klein. Aber ja, da kommt sicher noch was rein. Und ganz, ich habe hier dann noch meine Pastell-Tombow-Stifte. Die habe ich alle da reingegeben. Die Pastellfarben, das quietscht immer so. Und ganz unten habe ich meine Washi-Tape-Sammlung. Ja, es sind ganz schön viele. Ich habe auch hier dann noch welche in der Lade, weil hier nicht alles reinpasst. Und dann habe ich hier daneben auch meine Federpenal-Sammlung. Ja, hier habe ich einmal Filzstifte und da sind auch noch ein paar von meinen Tombow-Stiften drin. Meine Filzstifte. Und dann ist das hier mein Federpenal, wo fast alles drin ist. Ich habe hier einmal meine Mildliner. Ich glaube, so nennt man die.
Und dann habe ich hier auch noch solche Kulis in Pastellfarben. Dann habe ich hier noch einen Marker, weil wir immer was unterstreichen müssen. Und dann habe ich hier auch noch mehr Whiteliner und so und noch mehr Kulis. Und meine Füllfeder ist hier auch drin. Ihr seht, es ist hier ein Chaos. Aber das ist halt mein Federpenal. Und ja, deshalb habe ich ja drei. Und dann habe ich hier noch ein Federpenal. Da habe ich meine Buntstifte drin. Ja. Dann ist hier auch schon meine Lampe. Ja, da habe ich eigentlich nichts Tolles zu sagen. Das ist ja die, die ich auch zu Weihnachten bekommen habe. Da gibt es drei verschiedene Modes. Eins, einmal ein kaltes Licht. Zwei, einmal ein warmes Licht. Und drei, das ist mein Lieblings, ein kalt und warmes Licht. Dann habe ich hier einmal meine Woche. Da beginne ich wieder am Montag. Ganz schön wenig zu tun habe ich nächste Woche. Aber da schreibe ich dann noch ein und so, was ich so zu tun habe. Dann habe ich hier einmal solche Sachen zum Schreiben und so. Und mein Klebeband, mein Lieblingsstick so. Tada, da ist besonders viel. Und dann habe ich hier meine ganzen Stifte. Das ist ja die Box, die ich bekommen habe. Da wollte ich eigentlich meine Trombo-Stifte und die haben da nicht reingepasst. Und dann hat mir die Ilia einfach ihre Stifte gegeben, weil die passen da perfekt rein. Und habe jetzt die einfach da reingegeben. So, wie gesagt, ist hier auch schon mein Tablet. Ja. Das kann man hier, schaut, ich habe hier sogar eine Hülle. Die ist hier. Das ist hier ganz gut. Eine Hülle, die Galaxy-Hülle. Ich weiß nicht, ob ich die euch gezeigt habe beim Winter-Video, bei Weihnachten Geschenke bekommen. Genau, ich lasse das mal so liegen. So, und hier habe ich jetzt noch ein paar Hefte liegen. Das ist einmal mein Biologie-Heft. Und dann habe ich hier meinen Zeichenblock. Ihr wisst ja, das war meine erste Zeichnung. Das hier, das finde ich nicht so schön, weil ich glaube, das muss man einfach auf einem schwarzen Papier machen. Das sieht man, es ist nämlich da irgendwie nicht so schön. Und die letzte Zeichnung habe ich ein Auge gemalt. Und ich habe auch schon wieder eine Idee für die nächste Zeichnung, die ich malen werde. Aber die muss ich jetzt erstmal hier wegräumen. So. So, da, da. So, und dann ist das coole Ding hier. Da bin ich und die Ilia drauf. Das ist eine Ilias-Weltunterlage. Da kann man einmal wie ein Mauspad, kann man da schön, das ist genau das Material, wo man dann mit der Maus hier fahren kann. Sie ist auch gummig und natürlich auch bedruckt mit ein paar Sachen. Und das ist einfach eine Schreibtischunterlage von mir und der Ilia. Hier ist einmal so ein Lineal drauf. Und dann sind hier ein paar mathematische Sachen, zum Beispiel wie viel eine Tonne gleich ist. Eine Tonne ist gleich 1000 Kilogramm, genau. Und dann hier auch ein paar Englisch-Übersetzungen. Hier zum Beispiel H für Harp, ist gleich Harp. Und dann ist hier ein Quintenzirkel. Das ist einfach mit Noten und so. Das ist auch sehr spannend. Und dann haben wir hier einmal das 1x1, 2x2 und so. Einmal das 1x1 alles. Und ja, da bin ich und die Ilia drauf. Und das sieht einfach mega cool aus. Das ist einfach so, die ist auch so bequem. Kann man auch drauf schreiben. Ich meine, mit dem Heft so. Und ja, sehr angenehm. Guck mal, wie gummig die ist. Ah, das sieht man nicht so. Aber ich probiere es mit meinem Zauberstab jetzt auch. Habe ich selbst gebastelt. Das ist von einem Fan. Und da habe ich das einfach runtergenommen und einen Zauberstab gemacht. Das ist ein Sushi-Stäbchen. Aber guckt. Seht ihr das? Voll cool. So, jetzt bin ich an der Reihe und jetzt mache ich mal weiter mit meinem Schreibtisch. Der ist nicht ganz so verspielt wie der von der Arwen. Also man sieht hier, es hat sich schon einiges verändert. Hier stehen die ganze Zeit Ordner, ganz viele Geräte, auf denen man für die Schule was machen kann. Mein Laptop, das iPad von der Arwen, darauf arbeite ich auch sehr gerne. Aber was gleich geblieben ist, eine schöne verspielte Unterlage, weil das war mir immer schon wichtig. Ein bisschen bunt muss sein. Und zwar, die haben wir jetzt auch neu im Shop, weil uns haben die so gut gefallen. Wir haben damals welche in Shanghai gefunden mit so Manga-Figuren. Aber leider waren die relativ dünn und die konnte man dann halt eben nur als Fußmatte, also als Teppich verwenden. Aber wir haben welche gefunden, die dick genug sind, dass man sie auch als Unterlage verwenden kann. Wir haben das extra so designt für die, die nicht so gute Ordnung halten können. Hier für einen kleinen Snack ist hier Platz, ein Lippenbalsam oder ein Kleber gehört hier hin. Da ein Bleistift und da eine Füllfeder, eine kleine Notiz, eine Heftnotiz. Oder ein Glas kann man hier auch hinstellen oder eben eigentlich hier kein Handy, außer es gibt gerade nichts zu tun. Ihr habt Pause, wollt kurz ein bisschen das Handy abchecken. Deswegen, es gibt jetzt gerade was zu tun.
Und ja, genau, das ist wirklich sehr schön mit unserer Stickerbomb. Also das gefällt mir richtig, richtig gut und ich finde es mega. Gut, dann machen wir jetzt direkt mal weiter. Und zwar habe ich dieselbe Lampe wie die Arwen. Die haben wir beide, wie gesagt, zu Weihnachten bekommen. Die hat auch so eine Ladestation. Warte, ich kann es euch kurz zeigen. Das beginnt dann hier auch zu laden. Oh, warte, jetzt lädt es gar nicht. Mein Handy ist zu groß dafür. So, jetzt seht ihr, 31% geladen. Ja, ist ein bisschen wenig, ich weiß. Weil ich wohl zu viel am Handy. Dann habe ich hier auch meine Federpedale stehen. Jetzt, ich stelle das eigentlich immer hier hin. Dahinter ist eigentlich dieses Modell, was ich mir zu Weihnachten gewünscht habe und bekommen habe. Darüber habe ich mich mir sehr, sehr gefreut, weil davor standen hier von diesen Teilen 15.000 hier auf meinem Schreibtisch. Und das war mir eigentlich definitiv ein bisschen zu viel. Und in der Ecke war es immer richtig leer. Und deswegen hat das ziemlich gut gepasst, weil das ist groß, da passen alle meine Sachen rein. Auch Sachen, die jetzt vielleicht jetzt nicht so gerade nötig sind. Da sind normalerweise Kerzen drinnen, die habe ich jetzt alle schon aufgebraucht. Muss ich wieder auffüllen, dann hier so ein Kleber-Ding und ein Tippex. Und da sind auch noch so für meinen Computer, eine Maus, ein Animal Crossing-Spiel und so einen Adapter. Dann habe ich hier noch so Krimskrams drin, damit ich die Laden einfach fülle. Und was ist eigentlich da drin? Ah ja, so Steinchen, irgendwelche Schlüssel und so. Einfach noch Krimskrams. Dann habe ich hier noch Stifte, die ich auch zu Weihnachten bekommen habe. Kulis. Warte. So, ich habe das noch nicht so oft auf und zu gemacht. Und dann hier einfach noch die ganzen Stifte, die davor auf meinem Schreibtisch überall verteilt waren. Wo auch dabei meine alten Kulis, die ich davor im Federpinal hatte, die jetzt aber ausgetauscht habe mit den anderen. Weil die mir ein bisschen zu flüssig geschrieben haben. Genau, also da habe ich wirklich alles so drin, was ich so davor auf meinem Schreibtisch überall verteilt gehabt habe. Dann habe ich hier so für so diese kleinen Heftnotizen, also das ist jetzt in dem Fall nur so ein Papier. Das passt hier auch perfekt hin, falls man schnell irgendwie eine Notiz für eine Wiederholung oder so hat, dann kann man das hier hinschreiben und sich hier herlegen, damit man weiß, ach, da ist es ja. Also die habe ich hier auch, das muss ich wieder auffüllen, aber das brauche ich sehr, sehr oft. Halt wie gesagt für solche kleinen Notizen und ich habe die hier hinten eigentlich immer versteckt, weil ich nicht wusste, wohin damit, aber jetzt natürlich hat alles seinen Platz. Dann habe ich hier auch ein Dixo und zwei Lippenbalsame. Die passen jetzt zwar nicht genau dahin, aber man kann es ja trotzdem hier so hinstellen. Oder man kann es auf die kleine Erfrischung stellen. Auch so ein bisschen zu groß, aber alles ist möglich. Oder man kann es auch hier auf diesen Sticker stellen oder auf den Spitzer, wenn man jetzt zum Beispiel gerade keinen Spitzer braucht. Oder hier ein Cocktail. Kann es natürlich auch draufstellen. Aber ihr müsst aufpassen, dass ihr es dann nicht verliert, weil das ist so bunt. Und wenn ihr einen bunten Lippenbalsam habt, der ist weg. Aber für mein Glas, das habe ich noch vergessen, habe ich hier einen Untersetzer. Aber den werde ich jetzt nicht mehr so viel brauchen, weil ich habe jetzt diese Unterlage entseiden. Ich lege es vielleicht noch irgendwie so drauf, weil ich bin ein bisschen patzig. Dann habe ich hier noch so eine kleine Box mit Filzstiften und einen mega lustigen Bleistift, weil der Bleistift ist jetzt hier unten und dann stehen da immer meine Federpinale davor und dann kann ich da nicht so schnell dazu. Deswegen habe ich da einfach einen Bleistift drinnen und ein paar Filzstifte, falls ich mir eine schnelle Notiz machen muss für irgendwas. Genau. Dann steht hier, sehr, sehr wichtig jetzt neu wegen dem Homeschooling, mein Laptop. Den stelle ich dann normalerweise auch nicht hin, aber jetzt habe ich halt genug Platz und wegen dem Homeschool müssen wir den sowieso immer da haben, also den habe ich hier. Dann, wenn wir hier weitergehen, ist dieses Teil, das habe ich wirklich, seit ich diesen Schreibtisch habe, habe ich das schon dabei und das kann ich euch echt nur empfehlen. Das ist by the way von Ikea, also das ist wirklich super, das kann man auch für Kochbücher in der Küche verwenden. Also das ist so viel, viel Zweck mehr. Wie heißt das schnell? Es kann einfach viel. Und da ist eigentlich immer das iPad von der Arwen drinnen. Auf dem arbeite ich, wenn es zum Beispiel Online-Arbeitsblätter gibt und man halt da auf der Datei schreiben kann, dann speichere ich mir die immer ab und dann schreibe ich mit dem Stift und das ist dann immer sehr, sehr praktisch. Und dahinter ist auch mein Kalender, wo ich mir einfach immer alles reinschreibe, zum Beispiel wann wir das und das abgeben müssen, wann ich eine Deadline habe eben fürs Abgeben. Da teile ich mir das einfach ein bisschen ein. Und ja genau, dann sind hier einfach meine Ordner, das ist mein Hauptordner. Ich habe mir davor am Schulanfang war ich so für jedes Fach einen eigenen Ordner und da war ich so viel Platzverschwendung. Aber die sind alle noch gut, ich habe die jetzt in einen Sacker getan, mal beiseite, falls irgendein Ordner kaputt gehen sollte, habe ich auf jeden Fall die ganzen Fächer, die ich habe, auf jeden Fall einen Ersatzordner, so jetzt. Also da habe ich einfach alle Fächer drinnen, die ich habe, dann habe ich so einen Ordner, den ich immer mit habe, falls ich irgendwie ein Fach
statt dem anderen Fach habe, ist das sehr, sehr praktisch. Dann hier meine Laptop-Tasche, die steckt jetzt hier zwischendrin durch, weil die verwende ich derzeit nicht, erst wenn ich meinen Laptop irgendwo in die Schule mitnehmen muss oder so. Dann habe ich hier noch meine ganze Mappe für die ganzen Fächer. Dann habe ich hier noch ein bisschen Krimskrams einfach drin, da ist mein Schlüssel drin für meine Brille, wenn ich was putzen muss. Hier ist auch noch Dixo, Nachfüllzeug und so und Desinfektionsmittel auf meinem Schlüssel drauf. Oder auch noch ein zweites Desinfektionsmittel. Also ich bin da wirklich sehr, sehr ordentlich und ich passe auch wirklich auf, dass immer alles schön clean bleibt. Hier hat sich eigentlich nichts verändert. Es sind meine Mimosen. Ich war so froh, als mir meine Mutter endlich mal Mimosen mitgebracht hat. Und die sind jetzt irgendwie, während dem Homeschool habe ich komplett drauf vergessen, sie zu gießen. Und jetzt sind sie irgendwie ein bisschen zugrunde gegangen, aber sie wachsen schon wieder. Also die jetzt nicht so, aber die da, die gehen langsam schon. Schaut mal, Mimosen sind übrigens die, wenn man sie antippt, gehen sie zusammen. Oder auch nicht. Ich glaube, ich habe mich einfach echt zu schlecht darum gekümmert. Doch, die jetzt. So cute. Hier habe ich jetzt ganz neu meine Stranger Things Ecke. Da habe ich ja zum Geburtstag das Lego bekommen und die Vitrine dazu. Und drüber ist auch noch ein mega großes Poster. Das hätte ich eigentlich auch zum Geburtstag bekommen sollen, aber das habe ich schon richtig lange eigentlich, bevor ich das Lego überhaupt hatte. Und das ist so schön und ich freue mich, by the way, schon so auf die vierte Staffel, weil die soll ja dieses Jahr angeblich rauskommen und ich bin so happy. Und jetzt vor kurzem haben mir meine Eltern eigentlich noch zum Geburtstag bestellt, aber das ist jetzt erst angekommen, haben sie mir richtig cool noch dazu bestellt, so, dass das Lego auch leuchten kann. Also dass es nicht immer so dunkel ist, sondern dass man es auch an- und ausmachen kann. Das ist so wie ein echtes Lego einfach, so Bausteine, die man einfach dran baut. Hier zum Beispiel das On-Off und so ist, glaube ich, batteriebeladen und so. Und das sind auch wirklich echte Lego-Steine einfach mit so kleinen LEDs drinnen, die man einfach dann drauf baut. Also da sind noch so Anleitungen drin. Ich zeige euch das kurz. Zum Beispiel, wo was hingehört. Dass es dann halt eben cool aussieht. Also wie eine echte Lego-Anleitung. Und das steht immer nämlich am Abend immer richtig dunkel da und so. Aber das will ich auf jeden Fall auch noch irgendwann machen. Und wenn ich es dann habe, dann zeige ich euch das auf jeden Fall auch nochmal. Und Stranger Things ist nach wie vor wirklich eine empfehlenswerte Serie. Also ich liebe sie wirklich. Es ist meine absolute Lieblingsserie. Und ich freue mich, das auch schon richtig drauf zu geben, das Lego. Ah, ich bin schon richtig aufgeregt. Und für alle, die Stranger Things schon gesehen haben, schreibt mir sehr, sehr gerne in die Community rüber, welcher Charakter euer Favorite ist. Also bei mir ist es so, ich glaube Elfie, obwohl Mike ist auch richtig cool, aber Will auch in der zweiten und dritten Staffel. Aber in der dritten Staffel ist zum Beispiel der Billy voll cool. Also ich glaube, es kommt richtig auf die Staffel drauf an. Und Leute, ich habe eine so krasse Theorie gehört wegen Billy. Also für alle, die es noch nicht geschaut haben, Ohren zu jetzt. Ich habe gehört, dass Billy doch noch überlebt hat. Und zwar, dass der böse Billy vom The Upside Down in die reale Welt gekommen ist und der gute Billy in die Upside Down, also auf die böse Seite. Und dass der böse Billy vom Demogorgon dann getötet wurde und dass der gute Billy einfach noch auf der anderen Seite ist. Das heißt, er hat vielleicht überlebt, ich weiß es nicht. Ich bin so gespannt auf die vierte Staffel, was da alles rauskommt. Gut, beginnen wir mit den Laden. Ich habe hier in der ersten Lade. Ja, es sieht nicht so toll aus, aber ja, ich sag's euch einfach. Das ist hier für meine Tafel, weil ich habe da ja eine Tafel. Das sind einfach Sachen für meine Tafel. Ja, ich habe die ein bisschen weihnachtlich gemacht. Sieht man nicht so toll. Aber ja, dann habe ich hier auch Marker und so und einen Kleber. Und hier habe ich auch ganz viele Klammern und so. Und dann habe ich hier meine ganzen Tombow-Stifte. Ganz schön viele. Und dann habe ich hier meinen privaten, also ein ganz geheimes Fach für meinen Schlüssel. Auch so ein kleines Desinfektionsmittel dabei. Und dann ist hier noch so ein Uhu-Stick. Und dann habe ich hier auch noch so ein paar Federbickerl und so. Und da ist auch noch Krimskrams und so. In der zweiten Lade habe ich auch noch Stifte. Hier einmal meine, das sind so, die hat mir die Ilia mal geschenkt. Das ist auch so mit einer Pinselart. Das kann man mit Wasser vermischen und dann sind es wie Pinsel. Sozusagen habe ich hier die Stifte vom Timmy, die ich zu Weihnachten bekommen habe. Und hier habe ich auch noch Stifte bekommen. Da habe ich dann noch die Kulis drin. Und da sind auch schon die Stifte von der Ilia, die ich zu Weihnachten bekommen habe. Und da habe ich noch ein paar Fotos, Polaroid-Fotos. Hier ist eigentlich einfach Krimskrams. Da sind einmal Sticker. Und dann hat die Ilia hatte ja mal so ein Dings gehabt, bekommen.
Das ist so, wo man die Steinchen setzen kann. Ich glaube, das kennt ihr alle. Ich weiß leider nicht, wie das heißt. Und da hat sie mir einfach alles gegeben. Ich finde es sehr nett. Ja, Steinchen. Hier, ganz viele Sachen. Und da, sie hat nämlich ein Paris auch gehabt. Ich weiß aber leider nicht, wo das ist. Und da noch die Steinchen. Und wenn ich dann das Neue beginne, muss ich das alles umfüllen. Das ist nämlich das Neue. Das ist irgendwie so... Ja. Genau. Und da sind auch alle Sätze und so drauf. Hier unten habe ich ein paar Süßigkeiten drin. Ich liebe nämlich After Eight. Ich weiß nicht, warum. Ich liebe die. Die schmecken einfach so gut. Dann habe ich hier mein Tagebuch und ein paar andere Bücher noch. Hier ist noch mein deutsches Wörterbuch. Und hier habe ich auch noch ein paar Bücher. Und dann habe ich hier habe ich meine ganzen Schulsachen. Weil sich das hier schon verfüllt, habe ich ja da auch noch Sachen in dem kleinen Körbchen. Hier habe ich zum Beispiel Mathe, Englisch und Geografie und ja, noch irgendwas. Ich sehe es jetzt nicht so gut. Und da hinten habe ich auch noch was drin. Ja, dann habe ich auch noch meinen Zirkel. Hier, mein Zirkel. Der ist mir letztens runtergefallen. Ich weiß auch nicht, der ist plötzlich einfach so runtergefallen, ohne dass ich irgendwas gemacht habe. Das war echt gruselig. Anderen Seite. In der ersten Lade habe ich hier, wie gesagt, mein Klebeband, also mein Washi-Tape, was ich ja da nicht mehr ausgegangen ist. Und dann habe ich hier von der Ilie zu Weihnachten bekommen. Das ist etwas später, da hat es mir etwas später gegeben, weil es hat sie irgendwie vergessen mir zu geben. Das ist eine Landkarte, halt als Klebeband. Das kann ich super fürs Tagebuch verwenden. Das ist einfach so cool, ich finde das so cool. Hier habe ich meine Radiergummi, sieht sehr nicht schön aus. Dann habe ich hier meine Buntstifte. Oh, meine Filzstifte. Ich habe sehr viele Stifte. Ich weiß. Und dann habe ich hier auch nochmal Krimskrams. Da habe ich einmal, wie sagt man dazu? Post-its. Und dann habe ich hier zwei Bücher. Das möchte ich kurz zeigen. Ein Hand Lettering All You Need Übungsbuch. Da kann man einfach, hier wird alles schön gezeichnet, gezeigt, wie man schöne Schriftarten. Hier kann man zum Beispiel weiter das machen. Das wird einfach gezeigt, wie man Schriftarten und so zeigen kann. Ich finde das einfach mega cool. Hier auch diese Pfeile hier. Erstens gehst du so runter und zweitens gehst du dann so. Genau, das finde ich einfach mega cool. Und da sieht man auch das hier und so. Wie man das einfach macht. Das mache ich auch nicht nur für mein Tagebuch, sondern das mache ich auch für die Schule und so. Guckt, hier habe ich Symmetrie und so geschrieben. In ganz schönen Schriftarten. Irgendwo habe ich auch ganz viel. Schaut, hier genau. Da habe ich einfach ganz verschiedene Schriftarten gemacht, damit es einfach schöner aussieht. Weil ich meine, wenn man das so macht, macht es einfach viel mehr Spaß, mit bunten Sachen einfach zu arbeiten. Weil wenn alles nur blau oder schwarz ist, dann ist es ziemlich langweilig aus. Und man hat nicht so viel Lust darauf. Ich finde einfach, dass man da, das macht einfach viel mehr Spaß. Und dann habe ich hier auch noch Polaroid-Filme. Und dann kommen wir jetzt zur nächsten Lade. Hier, das ist eine Lade, die kann man eigentlich nicht aufräumen, weil es ist eine Bastellade. Aber es sieht, wenn man reinschauen soll, soll es aussehen, damit du basteln willst. Hier habe ich einmal so Pompons drin und dann habe ich hier auch Plastikschnee oder Fake-Schnee. Es schneit! Das sieht voll cool aus. Das sieht auch voll echt aus. Dann habe ich hier auch Bänder und Styroporkugeln. Farben habe ich hier, Bänder, kleine Geschenke. Die habe ich eigentlich für Weihnachten so gekauft, weil wenn du ein Geschenk einpackst, könntest du das ja auch noch so draufkleben. Aber ich habe es dann irgendwie, es sah dann nicht so toll aus. So, jetzt kommen wir zur untersten Schublade. Ich habe hier einfach auch noch Krimskrams. Hier sind die Packungen von den Mightliners und so. Und da habe ich hier auch Handyhüllen, die von Ilias Welt und auch die Weihnachtshandyhülle. Jetzt habe ich einfach so eine Glitzerhülle, schaut, da. Hier habe ich einfach so ein süßes Einhorn stehen, meine Hatsune. Und dann habe ich hier noch zwei. Wie sagt man dazu? Schneekugeln, genau. Und eine von Paris. Die ist wirklich von Paris. Die haben wir in Paris gehabt. Ja. So, und hier habe ich ein Telefon. Das funktioniert natürlich nicht echt. Aber es erinnert mich immer an Harry Potter und dass ich immer mit meinen Freundinnen telefoniere. Und hier habe ich auch noch ein Bild mit meiner Freundin drauf. Und da noch ein Familienbild. Und da oben, wie gesagt, ich liebe ja Harry Potter, meine Harry Potter-Sammlung. Und schaut mal, ich wollte beim Adventskalender, oh Gott,
beim Harry Potter Adventskalender wollte ich ja unbedingt die Hermine haben. Jetzt ist er noch eher ganz unterer Rock, egal. Und ich habe sie endlich bekommen. Schaut mich, wie schön sie aussieht. Und von hinten sieht sie so aus. Und ich habe auch die zwei Zwillinge, die mit Ron und Harry Potter bei den Baldern tanzen. So sehen die aus. Warte. So. Ja. Und dann habe ich auch noch den Hirsch und die Eule. So schaut ein Kids-Schreibtisch aus im Homeschooling. Ich hoffe, ihr konntet euch ein paar Inspirationen holen. Schreibt uns doch mal auf Insta, wie euer Schreibtisch so aussieht. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und tschüss, bis zum nächsten Mal. Was ich jetzt auch noch neu habe, weil die Wand war so leer, ein neues Kastel. Das ist auch irrsinnig süß. Und da sieht man hier ganz schön abgebildet mein Idol Freddie Mercury. Eine Kerze, die hat mir mein Vater gegeben. Und ich muss immer schauen, dass sie nicht in der Sonne steht, weil sonst schmilzt sie. Also ich finde diese Kerze so legendär. Und da oben noch das Bild, was ich schon so lange aufhängen wollte. Und by the way, hier ist auch noch der Autobus, der, fertig aufgestellte von meinem... Warum ist das jetzt schief? So, von meinem Adventkalender, kann sogar ein Geräusch machen. So sieht er aus. Das ist doch jetzt gerade nicht aus Zufall passiert, oder? Ja, ich habe hier noch zwei Bilder. So hier und mein Opa. Ein sehr, sehr kleines Bild. Klein, aber fein. Und dann habe ich hier einmal noch zwei Tagebücher hier. Ich weiß nicht, warum das eigentlich hier ist. Aber da ist einfach noch ganz viel Desinfektionsmittel von mir drinnen als Ersatz, wenn die einen leer sind. Und dann habe ich hier auch noch meine CD aufgestellt. Und ja, ein, zwei Tagebücher, aber in die schreibe ich nicht so viel. Und dann hier oben habe ich mir jetzt in den Weihnachtsferien Bücher rausgesucht, die ich jetzt doch noch ein bisschen lesen werde. Beziehungsweise zum Beispiel das hier lese ich auch gerade nebenbei. Und das hier lese ich auch noch nebenbei, also diese zwei fetten Bücher. Genau, weil dieses eine Buch hat mich so inspiriert, einfach wieder mal zu lesen. Das hier. Und ich habe es gerade vor kurzem herausgefunden, dass es davon auch noch drei weitere Teile gibt. Das wusste ich gar nicht. Und ich so, Mama, es gibt auch noch drei Teile. Und meine Mutter, ja, na klar. Und ich so, hä, das wusste ich immer nicht. Genau, also wenn ich das durchgelesen habe, möchte ich auf jeden Fall auch noch den zweiten und den dritten Teil lesen, weil das ist so spannend, Leute. Wirklich, das ist ein super, super Buch, wenn ihr jetzt so sagt, oh mein Gott, ich habe gar keinen Bock zu lesen. Sagt jemand, der nicht so gerne liest, okay? Also, das ist wirklich ein empfehlenswertes Buch. In meinem Laden sind hier einmal so Stifte, die ich jetzt nicht so unbedingt oft verwende, aber die trotzdem nicht noch funktionieren. Und zum Beispiel das hier, wenn ich auf so einer Folie schreibe, kann man das auch wieder wegradieren. Also die sind einfach da und da weiß ich, die sind da. Und dann habe ich hier auch noch Sticker und Lineale und die kann ich eigentlich auf einen Stift aus Shanghai, auf den hier. Aber das ist abgebrochen. Und dann kann man damit auch so spielen während dem Unterricht so. Und dann fährt das ganz, ganz schnell vorbei. Aber das ist irrsinnig süß. In der zweiten Lade habe ich hier einmal ganz viele Addings für unsere Autogrammkarten, dass die auch immer schön bunt sind. Dann habe ich hier ein Kartenspiel. Ich weiß eigentlich überhaupt nicht, was das hier zu tun hat. Jedenfalls habe ich dann hier auch noch solche Bügeldinger, die ich mir vielleicht irgendwann mal irgendwo aufbügeln möchte. Und Sticker und nochmal so Klebenotizen, so riesige. Und da ganz hinten nochmal ein bisschen so durchsichtiges Washi-Tape und so einen Slime. Aber den verwende ich nicht zum Spielen, sondern den verwende ich, um meine Computertastatur zu reinigen. Wenn das da staubig ist, dann nehme ich mir ganz, ganz wenig davon. Ich zeige euch das kurz. Also wenn sich dazwischen jetzt Staub bildet und so, dann nehme ich mir einfach ein bisschen was raus. Nicht zu viel, so ganz bisschen nur. So. Und dann gehe ich da einfach so ein bisschen drüber und reinige das hier. So in den Zwischenräumen. Und das funktioniert eigentlich ziemlich gut. So. So und so. Genau, und dann hat man direkt auch wieder mehr Lust drauf zu arbeiten. Aber ihr müsst aber auch schon, dass es nicht aufpassen, dass es nicht zu klebrig ist. Wenn man das nicht mit dem machen möchte oder zu viel Angst hat, geht das natürlich auch super einfach mit dem Mikrofasertuch. Und damit kann man auch gleichzeitig die Oberfläche hier ein bisschen putzen und dann auch die Tastatur und alles am Rand. Genau. So. Und dann habe ich hier noch einen Spitzer. Der ist übrigens super, super gut. Da hier, der mit dem Minions und mit der Elsa. Die sind wirklich gut, Spitzer. Also, nur kurz, by the way. Kann man hier dann natürlich auch sehr schön hinstellen.
Und dann habe ich hier auch noch ganz normale Kuverte. Und übrigens, Leute, wir haben eine neue Adresse, wo ihr uns Briefe hinschicken könnt. Keine Fanpost, also keine Pakete, wir nehmen das nicht mehr an. Tut uns wirklich unglaublich leid. Aber wir nehmen ab jetzt nur noch Briefe. Da könnt ihr auch gerne nur was reinschreiben, ohne dass ihr eine Autogrammkarte wollt. Das lesen wir uns auch gerne durch und kommt natürlich in unsere Mappe. Und übrigens, Leute, es tut mir manchmal so, so leid, weil manchmal schreibt ihr, hättet gern eine Autogrammkarte, vergesst dann aber ein Kuvert mit reinzugeben und dann steht aber hinten keine Adresse drauf oder ein bisschen unleserlich und dann kann ich nichts zurückschicken. Und es tut mir wirklich mega, mega leid dann für diese Person. Das mache ich wirklich so ungern, aber ich kann es halt einfach nicht machen, weil ich es nicht lesen kann. Also bitte schickt einfach ein vorfrankiertes Kuvert mit, dann kommt auch alles wieder zurück, ne? Gut, dann haben wir das geklärt. Super duper. Und dann in der Lade ist, in der nächsten Lade sind, wie gesagt, meine Schulsachen. Nicht sehr aufregend. Mein italienisches Vokabelbuch, ein Taschenrechner für Mathematik. Und ich weiß, mein Schreibtisch ist in den Laden jetzt nicht so aufgeräumt wie der von der Arwen, aber nur aus dem Grund, weil ich hier mit dir aufgeräumt habe in den Weihnachtsferien, weil ich ein bisschen Zeit hatte und so. Das stimmt gar nicht. Das stimmt schon, Arwen. Ja, vielleicht ein bisschen. Ich habe dir geholfen, ja, alles auszusortieren, ja, alles wegzuschmeißen, was du nicht mehr gebrauchen hast. Also habe ich ja wohl mit dir aufgeräumt. Ja, okay. Aber das habe ich ja sowieso gerne gemacht, weil ich räume einfach gerne auf. Aber dafür hatte ich für meinen nicht so viel Zeit. Aber das ist egal, weil die Lade, die ich am meisten verwende, ist die hier unten, wo meine Schulsachen drin sind. Und die ist sowieso immer aufgeräumt, weil ich immer nach dem Unterricht auch schön hier aufräume. Hier auf der anderen Seite... doch nicht mehr so aufgeräumt, wie ich sie am Schulanfang zuletzt in Erinnerung hatte. Und in der Lade drunter sind einfach noch so, zum Beispiel das hier ein Spiegel, ich weiß nicht, der war im Adventkalender drinnen, dabei brauche ich gar nicht so einen kleinen Spiegel, obwohl manchmal kann man es immer gebrauchen. Hier ganz hinten sind aber noch irgendwelche Schlüsselanhänger von mir, richtig alte. Der ist sogar noch aus Shanghai. Der war richtig cool. Dann habe ich hier noch Washi-Tape, ganz viele von diesen Ringen, Leute. Ich weiß nicht, warum ich so viele von diesen Ringen habe, aber egal, ich habe richtig viele einfach. Dann habe ich hier einfach noch Dixo, noch mehr Dixo, einen Locher und einen Tacker. Ich habe irgendwie alles immer so parat. Ich bin die Sammlerin und dann kommt der Timmy zu mir, Ilja, ich brauche einen Locher. Und ich bin natürlich die Erste, die einen hat, deswegen nimmt er sich von mir und dann muss... So, und das war's eigentlich mit meinem Schreibtisch. Also es hat sich schon ein bisschen was bei der Oberfläche verändert, aber in den Laden ist eigentlich alles gleich geblieben. Dasselbe Chaos. Egal, aber ich finde immer wieder alles, also hat alles seinen Platz. Ich bin eigentlich ziemlich zufrieden mit meinem Schreibtisch. Übrigens, weil so viele Fragen, meiner und Arwens Schreibtisch ist von Ikea. Es ist eine ganz normale Bambusplatte, glaube ich, ist das. Und dann haben wir diese zwei Ladenelemente noch extra dazu gekauft. Das haben wir dann selber zusammengeschraubt, also der war nicht so. Aber jetzt wisst ihr es. Here you go. Jedenfalls, das war's mit unserer, mit meiner Schreibtischroutine. Ich weiß nicht, ob die Arwen fertig ist. Ich glaube schon. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Like da. Und ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche wieder. Ich darf es nicht vergessen. Ich hoffe, die Arwen vergisst es auch nicht. Arwen! Ja. Nicht vergessen! Fasching! Weil Fasching ist bald und wir lassen uns den Fasching natürlich nicht verderben. Und deswegen gibt es von uns, von der Arwen und von mir, lustige Mund-Nasen-Schutzmasken. Einmal hier mit meinem Gesicht und einmal mit Arwens Gesicht. So kann sich auch wieder die Brille. Genau. Also, Leute, lasst euch trotz der blöden Zeit nicht den Spaß und die Kreativität und die Fantasie und, die Lebensfreude entnehmen. Also wirklich, es gibt so viel Positives trotzdem noch. Also macht was Gutes draus, okay? Und wir sehen uns hoffentlich nächste Woche wieder. Tschüss!